als Saft, roh oder gekocht. Diese tolle Knolle ist gesund und ein bewährtes Heilmittel. Es wird ja so einiges als Superfood verkauft. Aber die rote Beete, die hat es in sich. Ich empfehle die rote Beete meinen Patienten nicht nur wegen der guten Blutbildung. Im Leistungssport ist die rote Beete tatsächlich ein legales, leistungsförderndes Mittel. Und das hat sogar das Internationale Olympische Komitee auch schon so festgestellt. Die rote Beete ist ein super vielseitig einsetzbares Gemüse und es bringt eine ganz tolle Farbe in die Küche. In seinem Landgasthof im Chiemgau setzt Patrick Bellachuel auf saisonale Produkte, die er bei den Bauern der Region kauft. Er weiß, was gute rote Beete ausmacht. Also die Blätter sind jetzt gar nicht so wichtig, aber wichtig ist, dass die Knolle fest ist, dass man sie auch wirklich eine Zeit lang lagern kann, bevor man sie verarbeitet. Rote Beete liefert wertvolle Vitalstoffe. Unter anderem Vitamin C, B-Vitamine, Folsäure, Magnesium, Phosphor, Eisen und wichtig fürs Immunsystem, Zink. So viel Gesundheitspower macht sie zur idealen Zutat für einen frisch gepressten Saft, vor allem im Winter. Wir schälen die rote Beete nicht, weil wie bei den meisten Früchten oder auch beim Gemüse der meiste Geschmack und auch die meisten Vitamine unter der Schale stecken. Deswegen einfach ordentlich putzen und dann einfach mit der Schale verarbeiten. Der frische Saft ist nicht für jeden gesund, warnt der Ernährungsmediziner. Diabetikern empfehle ich aber eher die gekochte Variante, weil nämlich der Saft schneller ins Blut übergeht und Blutzuckerspitzen machen kann. Das ist bei der gekochten roten Beete nicht so. Außerdem wirken die Ballaststoffe in der roten Beete zusätzlich blutzuckersenkend. Und das Gleiche gilt auch für Menschen mit Darmleiden. Maike Hoffmeister ist Sportmedizinerin, Orthopädin und Triathletin. In ihrer aktiven Zeit hat sie 20 Stunden pro Woche trainiert. Dafür braucht es Kondition, eiserne Disziplin und die passende Ernährung. Ernährung im Ausdauersport ist natürlich total wichtig. Erstmal die Kohlenhydrate und vor allem ausgewogene Ernährung. Und zusätzlich habe ich aber gerade in der Wettkampfvorbereitung auch nochmal auf rote Beete gesetzt. Damit hat sie sich für die WM fit gemacht, den legendären Ironman auf Hawaii, wo sie dreimal angetreten ist. Ich habe zu der Zeit von den Ironman Hawaii tatsächlich einmal pro Tag einen halben Liter rote Beetesaft getrunken, über eine Woche vorher, direkt unmittelbar vor den Wettkämpfen. Und das war ja vor allem in dem Ausdauerbereich. Als Professorin für Sportmedizin gibt sie die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Leistungssteigerung durch rote Beete auch an ihre Sportstudenten weiter. Das in der rote Beete enthaltene Nitrat wird über mehrere Schritte umgewandelt zu Stickstoffmonoxid. Und das wiederum wirkt im Körper blutgefäßerweiternd. Wenn man sich dann auch vorstellen kann, dass der Muskel, der Blut braucht, mitsamt seinen Inhaltsstoffen wie Sauerstoff, Nährstoffe und so weiter, damit natürlich dann besser versorgt wird. Von der gefäßerweiternden Wirkung der roten Beete profitieren auch Patienten mit Bluthochdruck. Der Körper reguliert seinen Blutdruck und die Gefäßweite auch über Stickstoffmonoxid, das in den Endothelien der Gefäße selber ausgeschüttet wird. Und wenn ich das jetzt von außen zuführe, aus der roten Beete, erreiche ich genauso eine Gefäßerweiterung und eine Blutdrucksenkung. Zusätzlich sorgt der hohe Kaliumgehalt dafür, den Blutdruck und das Herz zu entlasten. Beim Kalium ist es so, dass Kalium die Wasserausscheidung fördert und damit den Blutdruck senkt. Und dazu kommt noch, dass viel Kalium fürs Herz gut ist und Rhythmusstörungen vorbeugt. Viele gesunde Gründe, die für die rote Knolle sprechen. Rote Beete als Wintergemüse eignet sich auch super für richtig deftige Eintöpfe oder so einen klassischen Eintopf wie eine Borsche. In einen traditionellen Borsch gehören auch Karotten und Weißkraut. Das Gemüse wird jetzt angeschwitzt. Dann schnappe ich mir gleich ein bisschen Tomatenmark. Und dann lassen wir das Ganze anrösten, dass einmal die Tomate so ein bisschen von ihrer Säure verliert. Und natürlich auch, dass man so ein bisschen schöne Röstaromen hat. Jetzt kann man sich entscheiden, ne? Entweder man macht das Ganze vegetarisch, dann hätten wir einen Gemüsefond hier vorbereitet. Oder wie wir es heute machen, mit einer kräftigen Rindsbrühe, wird das Ganze dann, sobald das Tomatenmark ein bisschen angeschwitzt ist, abgelöscht. Mittlerweile ist auch die wichtigste Zutat für den Borscht fertig gegart. Ich koche die rote Beete nicht, ich backe sie lieber. Dadurch bleibt einfach einmal der Geschmack viel besser erhalten und zum anderen auch die Vitamine. Einer Volksweisheit nach soll das Wurzelgemüse Schwache stark, Schüchterne mutig und Betrübte fröhlich machen. Stimmt das?
Wir wissen, dass der Genuss von Rote Beete die Stimmung aufhält. Das entsteht durch die sekundären Pflanzenstoffe. Und was die Lunge angeht, haben wir auch eindeutige Studien. Menschen, die regelmäßig Rote Beete konsumieren, haben eine bessere Lungenkapazität. Aber steigert der hohe Nitratgehalt nicht das Risiko, an Magenkrebs zu erkranken? Es ist einerseits richtig, dass Nitrit mit dem Fleisch, je nach Zubereitungsart, auch zu Nitrosamin reagiert. Und die haben tatsächlich eine Rolle mit bei der Entstehung von Magenkrebs. Bei der roten Beete ist es allerdings so, dass hier die Nitrite zusammen mit Antioxidantien wie Vitamin C und Polyphenolen zusammengeliefert wird. Und die wiederum wirken einer Krebsentstehung entgegen. Deshalb ist es unproblematisch, regelmäßig rote Beete zu essen. Ob als Vorspeise, Snack, Suppe oder Dessert.